Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar geht es heute um ein paar kleine Änderungen, die eine große Auswirkung haben. Und da wollen wir unter anderem uns mal das Black Market angucken. Da hat sich ein bisschen was geändert. Dann wollen wir über das kontroverse Thema mit dem Karawanenbrontosaurus sprechen. Da haben sich ja einige jetzt ein bisschen geärgert über den Preis, den Blizzard festgelegt hat. Und dann geht es auch noch mal ein bisschen um Trial Chars. Das habe ich nämlich vorhin gesehen, dass sich da auch ein bisschen was geändert hat. Und ja, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Also, wir fangen an mit dem Black Market. Was hat sich hier großartig geändert? Prinzipiell nicht sonderlich viel, aber wenn wir jetzt hier mit dem Pandaren quatschen. Black Market dürft ihr die meisten kennen, da werden automatisch von Blizzard Items eingestellt und man kann drauf bieten und einige sind halt nicht mehr im Spiel erhältlich und dementsprechend gehen die Preise extrem hoch. Wer meine Waste of Money Videos sieht, teilweise Millionen Gold für einen Wappenrock rausgehauen oder Goldcap für den Dingstiger hier, wo haben wir denn hier den Zulianischen Tiger, weil es den auch nicht mehr im Spiel gibt, sowas. Also da sind wirklich Items drin, die sehr, sehr viel Gold kosten können und viele Spieler haben sich damit beholfen, weil es halt auch viele Items sind, die da drin sind und es sich teilweise Monate bis Jahre hinziehen kann, bis bestimmte Items wieder drin sind, dass sie auf verschiedenen Servern diese Items gesucht haben. Da gibt es auch verschiedene Communities, zum Beispiel WoW Market, wo es Leute gibt, die auf wirklich jedem EU-Server oder auch auf den US-Servern, also eigentlich auf allen Servern, Chars haben, die auch Gold haben. Und dort ist es dann so, dann wird jeden Tag gepostet, hey, ich habe die und die und die Items, ich habe die 5 T3-Teile drin, die 7 Mounts habe ich auf irgendwelchen Servern am Start. Ich kann euch Gold auf dem und dem Server geben, wo das Zeug ist. Ihr gebt mir so auf eurem Server Gold, gibt es noch eine Gebühr drauf, das ist ziemlich erheblich, teilweise mehrere hunderttausend. Also diese Leute machen richtig Kohle, aber ihr habt halt den Vorteil, ich kann jetzt mir sofort das und das Item holen, was vielleicht bei mir im Black Market erst in einem halben Jahr, in einem Jahr drin ist, wenn es blöd läuft und müsst dann halt nicht warten, beziehungsweise könnt es vielleicht auch irgendwo relativ günstig kriegen. So, warum erzähle ich euch das alles? So war es bisher. Blizzard hat jetzt quasi hier den Riegel vorgeschoben und wie haben sie das gemacht? Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe mir jetzt hier meinen Level 1er Teli hergeholt. Ich sollte vielleicht die Wichtel umhauen, oder? Ja, wir hauen jetzt mal die Wichtel um, sonst wird mein Level 1er Teli hier einmal massakriert, bevor wir bevor wir releasen. Der wurde nämlich vorher schon gekillt von so einem. Also hier ist eine PvP-Zone. Und wenn ihr seht, ich kann ihn nicht mehr anklicken. Blizzard hat jetzt eingeführt, bitte töte mich jetzt nicht. Blizzard hat jetzt eingeführt, dass man nur noch mit Max-Level-Chars quasi den Black Market benutzen kann. Ja? Also nicht mehr mit Low-Level-Chars. Bedeutet, im Moment ist Max-Level Stufe 50. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Shadowlands Release, also wenn das Add-on wirklich rauskommt, ob es dann Stufe 60 ist, ob man dann nur mit einem Stufe 60-Char hier interagieren können wird. Das weiß ich leider nicht. Müssen wir mal abwarten, wie es kommt. Im Moment war die Aussage Max-Level-Char. Mit dem 50er-Char habt ihr gesehen, funktioniert es weiterhin. Vielleicht geht es mit Shadowlands Release dann quasi 50 bis 60, dass man nur mit den Chars quasi interagieren kann. Oder vielleicht auch nur mit einem Level 60-Char. Vielleicht springt dann das Level Cap wieder auf das neue Maximum hoch. Was bedeuten würde, der Race auf Level 60 hätte den Vorteil, die Leute, die als erstes auf Level 60 sind, können sich halt sehr, sehr günstig und ohne viel Konkurrenz die Sachen aus dem Black Market kaufen. Müssen wir mal abwarten, wie es kommt. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht nach einem Monat oder so auf 60 hochgesetzt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Blizzard da so diesen Konkurrenzgedanken fördert, die Leute, die schnell hochleveln, dass sich dieses ein oder andere noch schneller rauskaufen können. Gut, das zum einen. Also mit dem Low-Level-Char können wir uns das nicht mehr kaufen. Und Trial Chars können wir uns dann halt auch anschauen. Die waren ja bis jetzt immer Stufe 110. Und mit denen hat man das quasi gemacht. Heißt, ihr habt euch dann verabredet mit einem, der hat halt gesagt, okay, ich habe da und da das T3-Teil. Ihr gebt dem halt, weiß ich nicht, eine halbe Million. Und der gibt euch 400.000 auf dem Server, habt euch das Teil gekauft. Und weil es ein Transmog ist oder Mounts auch, konntet ihr das ja lernen, Char löschen und ihr habt es auf dem Account behalten. Das funktioniert nicht mehr. Die Trial Chars sind auch nicht Stufe 50, beziehungsweise, da kommen wir auf das nächste zu sprechen, die Trial Chars an sich, können im Moment nicht erstellt werden und man kann auch nicht einloggen. Ich wollte nämlich gucken, okay, kann vielleicht mein Trial-Char hier mit dem Black Market interagieren? Das hat nicht funktioniert. Und das Problem ist, was ich jetzt habe, jetzt kommen wir zum zweiten Thema mit den Trial-Chars. Ich kann leider nicht mal mehr meine Trial-Chars einloggen
ohne dass ich sie upgrade. Also ich muss den Trial Char upgraden, um dementsprechend ja, auf ihm einloggen zu können. Und da geht mir einiges an Gold flöten. Und das ist jetzt die andere Geschichte. Jetzt switchen wir hier mal. Ich habe nämlich noch einen Trial Char auf Malfurion. Und hier haben wir die Problematik. Seht hier, das ist die Klassenprobe. Da habe ich, glaube ich, noch 100, 200k. Und wenn ich hier einloggen will, Enter, geht nichts. Zum Freischalten, Aufwerten. Also ich müsste mir eine kostenpflichtige Upgrade holen, um das hier einmal freizuschalten. Das buggt. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt einfach nur ein Bug ist und dass das Spiel nicht erkennt, dass ich keine aktuelle WoW-Lizenz habe. Das mag auch sein. Ich sehe jetzt aber auch leider kein Level, wie hoch das ist. Mir wurde gesagt, die Trial Chars waren auf dem PTR zumindest Stufe 47. Bisher war es immer so, dass ein Trial Char 2 Stunden konnte man ins Spiel und dann konnte man nicht mehr einloggen. Es kann natürlich auch sein, dass der Char jetzt da drüber ist, über das Cap, beziehungsweise da Blizzard irgendwas geändert hat. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wenn wir jetzt hier die Charakter, jetzt nennen wir den einfach mal irgendwie, Charaktererstellung machen, haben wir nirgends mehr die Möglichkeit, uns einen Trial Char auszuwählen. Also zumindest habe ich hier nicht gesehen. Es soll aber ein neues Trial Char Modell geben, dann, wenn die Eiskrone quasi, also in der Eiskrone auf so einem Luftschiff. Das Problem ist an der Geschichte, das kommt wahrscheinlich erst mit dem Pre-Event und das haben wir ja noch nicht live auf dem Server. Ich hoffe, dass ich dann auch wieder mit einer Klassenprobe einloggen kann und dass ich dann auch mein Gold wieder kriege. Das ist für die Leute interessant, die halt Gold auf so Testchars gebunkert haben, so wie ich. Genau, das ist jetzt die eine Sache, sonst hätte ich das ganz gerne mit dem Testchar mir nochmal angeguckt. Funktioniert hier leider nicht. Also, Black Market nur noch mit Max-Level-Char, im Moment Stufe 50. Trial-Chars kann man irgendwie im Moment nicht einloggen, vielleicht wenn der Pre-Patch kommt. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema, und zwar zum Karawanen-Brutosaurus. Der Karawanen-Brutosaurus ist ein Mount. Vielleicht laufen wir hier mal kurz raus und dann zeige ich euch das für die Leute, die das nicht kennen. Ich denke mal, den wird jeder kennen. Ist ein Mount, das konnte man sich bei einem Händler für 5000, 5000 wäre schön, 5 Millionen Gold kaufen. Heißt, das teuerste Mount, was man sich in-game für Gold bei einem Händler kaufen konnte. Andere Sachen im Black Market sind natürlich teurer gewesen, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Oder der Spektraltiger oder sowas, die sind natürlich teurer. Aber hier in-game bei dem Händler, dieses schicke Mount, was halt ein Auktionshaus drauf hat. Ich denke mal, die meisten Leute dürften das schon gesehen haben. Blizzard hat mit dem Pre-Patch den Händler zwar nicht rausgenommen, aber der Händler hat dieses Mount nicht mehr im Angebot. Jetzt kriegen wir das Mount nur noch über das Black Market. Heißt, es kann da drin sein. Es kann jetzt halt einen Monat dauern, es kann jetzt ein Jahr dauern, bis das da halt bei euch auf dem Server drin ist. Ist es halt random, ne? Manche Sachen sind auch x-mal drin, manche Sachen sind auch morgen drin und dann in 2 Wochen wieder. Ist halt eine random Geschichte. So, jetzt habe ich eine Aussage getroffen vor ein paar Monaten im Stream, dass ich, weil viele Leute gemeint, oh, hier, das Mount wird rausgepatcht, ich muss jetzt unbedingt das Gold farmen. Ich persönlich habe die Aussage vertreten, ah, das wird nicht auf diese 5 Millionen hochgehen. Es wird wahrscheinlich niedrig starten, weil bei 220k, wie es so viele Items aus dem Black Market tun, und dann bieten halt Leute drauf und einer, ne, der dann halt am meisten bietet, kriegt es halt. Und ich habe mir gedacht, auf den meisten Servern wird es wahrscheinlich für unter 5 Millionen rausgehen, weil einfach die Leute, die es haben wollten, die so viel Gold haben, die haben sich's noch vorher gekauft und alle anderen, die nicht das Gold haben, die poolen da jetzt noch drauf und hauen da noch drauf. Heißt, ich habe geschätzt, auf manchen großen Servern wird es wahrscheinlich für Cap rausgehen, klar, weil dann noch der eine oder andere da ist, der noch drauf hat, aber auf vielen kleinen oder auf vielen kleinen Zusammenschlüssen wird es wahrscheinlich nur ein paar hunderttausend, vielleicht 1 Million, 2 oder so, wo man sich versparen kann. So, jetzt würden viele behaupten, okay, deine Aussage war falsch, weil jetzt, ich kann es verraten, Blizzard hat entschieden, das Mount hier zu starten bei 5 Millionen Gold. Ich kenne kein einziges anderes Item, das im Black Market für so viel Gold startet. Also das ist der Startpreis. Das ist nicht der Preis, da haben schon 10 Leute drauf geboten. Ihr seht, 0 Gebote, 0 Bits hier und wir sind bei 5 Millionen. Sie haben gesagt, okay, das Ding startet bei 5 Millionen, du kannst halt von 5 Millionen bis Gold Cap, also 10 Millionen minus ein Kupfer, drauf bieten. So, jetzt würden der eine oder andere behaupten, okay, Tela, du warst mit deiner Schätzung nicht richtig. Ich würde behaupten, ich war zumindest halb richtig. Und zwar, wahrscheinlich hat Blizzard sich das Gleiche gedacht wie ich. Das wird auf den meisten Servern nicht so hoch gehen, weil halt einfach viele Leute, die es unbedingt haben wollten, schon gekauft haben. Und viele andere, ja,
dementsprechend nicht so viel Gold haben oder nicht so viel drauf bieten würden und es dann für niedrigeren Preis rausgeht. Wahrscheinlich ist Blizzard deswegen hingegangen und hat gesagt, okay, sie würden es unfair finden, wenn Leute dann das jetzt sehr günstig kriegen und machen einen Startpreis von 5 Millionen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen außer der Reihe tanzt. Die meisten Items starten halt bei, wie ihr seht, da sind Sachen dabei, die bei 10k starten oder bei 5k, bei 20k. Ich glaube, das teuerste ist irgendwie gewesen bei 100k oder 200k, irgendwie sowas. Also selbst auch CCG-Mounts bei irgendwie um die irgendwas in den 10, 100k Bereichen sind die, glaube ich, unterwegs. Und da auf einmal packen sie das rein für 5 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen, um ehrlich zu sein. Meine Meinung dazu ist jetzt ein bisschen gespalten. Zum einen denke ich mir so, ein bisschen unnötig. Man könnte den Leuten das schon gönnen, dass sie, weil wie gesagt, das ist relativ selten auch drin. Nicht jeder kann sich das dann rauskaufen. Auch gönnen, dass sie einen guten Schnapper machen. Andererseits kann ich es natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, okay, ich habe 5 Millionen Gold dafür ausgegeben, habe mir das hart erarbeitet, jetzt kommt wer anders und zieht sich halt für wenige 100.000 aus dem Black Market raus. Man könnte beide Meinungen vertreten, meiner Ansicht nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu sagen habt, beziehungsweise was ihr davon haltet. Mich betrifft es jetzt halt eigentlich null, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe das Mount mir am ersten Tag von BFA gekauft. Das war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe mich nach Boralos, oder ich habe die Prequest gemacht, Boralos, Mount gekauft und dann ging es weiter, ja, weil ich das halt unbedingt haben wollte. Mit Auktionshaus drauf fand ich halt eine coole Geschichte. Genau, deswegen tangiert mich das nicht. Mich würden eure Kommentare interessieren, beziehungsweise eure Meinung dazu. Und könnt mir auch gerne schreiben, was ihr von den Aha-Geschichten haltet, dass es das mit den Twinks nicht mehr gibt. Ist es eine positive Sache, ist es eine negative Sache? Da muss ich ehrlich sagen, bin ich mehr betroffen von, weil ich will mir jetzt noch den einen oder anderen Wappenrock kaufen, den einen oder anderen T3. Und man konnte sich natürlich, wenn man so Dienstleistungen in Anspruch genommen hat, die Sachen viel schneller zusammenkaufen, ne? Wenn man auf eine große Anzahl auf Servern damit zugreifen konnte und eventuell konnte man es auch wesentlich günstiger kriegen, weil wie gesagt, ich habe zum Beispiel den Zandalari-Raptor. Den habe ich mir auf irgendeinem russischen Server, glaube ich, gekauft, für wirklich einen Schnapperpreis, ne? Also, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es waren, aber es war auf jeden Fall ein Bruchteil vom Rasashi-Rapt, vom, hier, wie heißt es dann, gekauft einmal, Zulianischer Tiger, ne? Die sind ja beide eigentlich genauso selten und ich wirklich auch für einen Bruchteil, für wirklich nicht viel für dieses seltene Mount. Und das ist natürlich schon cool, wenn du es dann auf einem anderen Server relativ günstig schießen kannst. Das Problem, was ich halt habe, ich bin auf sehr vielen vollen Servern, ich bin auf Antonidas, ich bin auf Blackmoor, ich bin auf Erida, ich bin auf Egwene. Der einzige Low-Server ist halt Lothar und im Endeffekt bei großen Servern steigert sich das halt immer extrem hoch. Ein seltenes Item geht dann für x Millionen raus und da putterst du halt richtig rein. Und wenn du halt dann auf einem Low-Pop-Server das kaufen kannst, ist es halt eine feine Sache. Blöd ist es natürlich, muss man ganz klar sagen, es hat immer Vor- und Nachteile für die Leute, die auf diesem Low-Pop-Server spielen. Da kommen dann irgendwelche Leute von anderen Server, die da nichts mit zu tun haben und kaufen dir quasi die Items weg, die du eigentlich da günstig holen könntest. Und das ist eigentlich der einzige Vorteil, auf dem Low-Pop-Server zu spielen, dass du halt günstige Black-Market-Items kriegst, ne? Und naja, das ist halt so eine Sache. Gut, jetzt mit den Server-Zusammenlegungen, jetzt wurden ja immer mehr Server zusammengelegen, hat sich das auch relativiert. Ich schätze aber tendenziell werden Items im Black-Market nun auf den meisten Servern, zumindest auf den meisten vollen Servern, teurer werden, weil die Leute halt darauf angewiesen sind, da ihre Chars zu haben. Oder es gibt vielleicht dann auch Leute, die dann auch wirklich auf einem anderen Server einen Char hochleveln. Man muss jetzt mal noch abwarten, ob das Cap wirklich dann auf 60 angehoben wird, wenn Shadowlands rauskommt. Und wie hoch sind die Trial Chars? Kann man in diesen 2 Stunden den Trial Char vielleicht dann auch auf 50 spielen, wenn 50 noch das Level bleiben wird, wo man im Black Market was kaufen kann? Das sind alles so Variablen, die noch nicht ganz raus sind, beziehungsweise die noch mir nicht bekannt sind. Wenn ihr da mehr Informationen habt, teilt das gerne mit der Community, haut es in die Kommentare. Teilt mir eure Meinung zu den verschiedenen Themen und ja, damit sind wir jetzt durch und ich hoffe, ich kriege ein bisschen Mitleid von euch, dass meine 100, 200.000 Gold, ich habe keine Ahnung, wie viel hier drauf sind, dass die weg sind oder vielleicht kriege ich die wieder, keine Ahnung. Ich warte jetzt noch mit dem Char, bis ich den lösche und dann gucken wir mal, was sich da noch an der Front tut. Genau, das war's mit dem kleinen Video, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.